Am 15. Jänner 2020 fand die Premiere des Road-Movies Herbert Bixner and the Italo Connection im Kino CineX in Lienz statt. Was wäre eine Filmpremiere ohne Stargäste? Der Musiker Herbert Bixner und der Regisseur Christoph Franceschini sind nach Lienz gekommen, um bei der Präsentation des Films dabei zu sein. Die Aufregung steigt. Ja, suchst du wen? Naja, ich habe meine Assistentin gesucht, die immer alles weiß. Aber alles im grünen Bereich. Wir legen jetzt gleich los. Ja, ich fange dann einmal an. Guten Abend alle miteinander. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Es sind sehr, sehr viele Bekannte und Freunde da. Regisseur Christoph Franceschini und unser Begleiter Herbert Bixner. Nach einem kurzen Gespräch mit Herbert Bixner und Christoph Franceschini gehen im Saal die Lichter aus. Und es heißt, Film ab. Das ist natürlich einmal in erster Linie ein Ausgleich zu dem, was man sonst macht auf der Bühne. Also das, was wir mit dem Herbert Bixner Projekt machen zum Beispiel, ist eine sehr intime, eine sehr konzentrierte Musik. Also was das genaue Gegenteil zu dem ist, was wir mit der Italo Connection machen. Und das ist für mich ein wunderbarer Ausgleich. Da einfach mal auf gut tirolerisch die Sau rauszulassen und eigentlich Musik zum Tanzen zu spielen. So macht es unglaublich viel Spaß, auch aufgrund dessen, dass es einfach eine Gruppe ist, die unglaublich gut zusammenpasst. Nicht nur musikalisch, sondern eben auch menschlich. Und da sind wir eben diese 14 Tage, wo wir unterwegs sind, zusammen und irgendwie auf einem anderen musikalischen Planeten unterwegs. Und das ist ganz was Besonderes und für mich auch etwas, was ich sehr genieße natürlich. Wie man das aushaltet mit sechs anderen Musikern, die man jetzt nicht so gut kennt, dann glaube ich, habe ich schon so gut gespürt, zu wissen, welche Musiker passen gut zusammen und welche nicht. Und es war auch so zum Beispiel mit dem Martl, dem Saxophonist, den die meisten in Südtirol kennen als Alleinunterhalter. Er lebt als Alleinunterhalter, verdient er sein täglich. Ein sensationeller Mann im Übrigen, ja. Allerdings. Und der Martl wird eigentlich in der Musikszene viel belächelt, weil er halt einfach ein Alleinunterhalter ist. Aber ich habe immer gewusst, dass der Martl ein unfassbar guter Saxophonist ist, der Jazz studiert hat in Innsbruck zum Beispiel. Und ich weiß noch, wie mir der Alex Treber dann angerufen hat und gesagt hat, bist du sicher, dass wir in Martl da mitnehmen? Ich sage, doch, da bin ich mir ganz sicher, dass wir in Martl mitnehmen. Das glaube ich auch ein großes Plus dieser Gruppe, dass da alles so Musikkranke immer auf der Bühne sind, wo es wirklich nur ums Spielen geht. Und das merkt man auch ganz stark. Ich persönlich merke es, glaube ich, am stärksten spürt man es zwischen dir und dem unglaublichen Gitarristen, dem Randy. Das ist schon was Magisches, was da passiert. Christoph, wie lange hast du gebraucht, um dich von diesen 14 Tagen zu erholen? Eigentlich nicht sehr lange. Wie gesagt, wir waren 14 Tage unterwegs, es war irrsinnig langweilig, also wie man im Film sieht. Nein, es war für mich auch eine sehr schöne Erfahrung. Vor allem war es so, dass wir wirklich ausgezeichnet haben, harmoniert haben. Ist nicht selbstverständlich, dass die Kamera 24 Stunden dabei ist. Das heißt, der Herbert hat uns großes Vertrauen geschenkt und alle Beteiligten, die Musiker auch. Das heißt, und das muss man erst jemand finden, der sagt, das passt.
haltet zurück, trennt. Und wie gesagt, das merkt man im Film an, es war eine totale Lockerheit und eine gewisse Symbiose da. Und ich glaube, das ist wichtig, weil dann sieht man halt auch die Menschen, die Musik, die Menschen, die Arbeit, die auch eine Tour ist. Ich habe gesehen, wie das Tourleben geht, dass es nicht ein Sex, Drugs und Rock'n'Roll ist, sondern dass es harte Arbeit ist und dass es auch körperlich und auch physisch und psychisch also eine Belastung ist. Und, aber es war eine tolle Erfahrung, die ich also nicht missen möchte und die ich jederzeit wieder machen würde. Grazie! Italo! 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 Die Premiere ist vorbei. Doch was sagt das Publikum? Voll super, total lässig gewesen. Also ich würde mir wünschen, ich hätte die Chance, das einmal live zu sehen. Es war einfach like, cool. Also ich bin die ganze Zeit mitgewippt und mitgefiebert, war ganz spitze. Extrem begeisternd. Ich habe ihn vorgekannt, aber Wahnsinn. Also das, da hat man wirklich tolle Einblicke gewonnen. Der Film verströmt so viel Freude, so viel gute Stimmung und ich finde, es ist alles so authentisch. Es ist wieder eine neue Facette von seiner Musik und die Musik, die ruft einfach und die Besetzung, die Musiker dazu, ja wunderbar. Alles in allem ein gelungener Abend und ein Road Movie der Extraklasse.